Liebe Frau Alberti, in unserer Zeit als Ihre Schüler in Geschichte, American History und für manche auch in Französisch, würden wir uns alle bestimmt darauf einigen, dass wir sehr viel bei Ihnen gelernt haben. Dazu gehört aber nicht nur der Unterrichtsstoff. Sie brachten uns bei, kritisch zu denken und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Sie zeigten uns, wie wichtig es ist, Sachen zu hinterfragen und nicht einfach etwas unbestätigt hinzunehmen. Meiner Meinung nach ist Geschichte eines der wichtigsten Fächer. Es hilft nämlich den Schülern, dieses kritische Denken, das Hinterfragen beizubringen, die Entwicklung der Gesellschaft zu zeigen und in ihnen eine Neugierigkeit, ein Streben zum Lernen zu erwecken. Doch dieses Ziel ist nur durch den Lehrer erreichbar, indem sie mit uns regelmäßig Debatten hielten und uns den Unterricht viel selbst beeinflussen ließen, wurden wir selbstständiger und kritischer. Sie fragten immer nach, was wir gerne machen würden, im Unterricht und im Leben. Ebenso fiel uns deutlich auf, dass wir historische Ereignisse bei Ihnen nicht nur als schwarz und weiß lernten, sondern betrachteten sie immer von verschiedenen Seiten aus und lasen Quellen von Historikern und Politikern mit komplett verschiedenen Herkünften und Meinungen. Besonders in einer Zeit, wo die Medien komplett verschiedene und oft nicht wahre Informationen verbreiten, ist dies wichtig für das Leben. Außerdem war Ihr Enthusiasmus im Unterricht ansteckend. Bei allem, was Sie uns beibrachten, merkte man, dass Sie viel eigenes Interesse daran haben, ob an dem Zerfall der Weimarer Republik in deutscher Geschichte oder dem Civil Rights Movement in American History. Aber Sie begleiteten uns nicht nur im Unterricht, sondern auch auf der Klassenfahrt nach Washington D.C. Dort teilten wir manche unserer Lieblingserfahrungen aus der Schulzeit mit Ihnen und lernten weiterhin über die Geschichte unserer Welt in den zahlreichen Museen, die wir zusammen besichtigten. Zweifellos können wir Ihnen sagen, dass keiner des Jahrgangs 2020 Sie oder das, was Sie uns beibrachten, nie vergessen wird. Wir wissen, dass wir nie ideale Schüler waren. Oft meldete sich keiner oder es hatten viele die Hausaufgaben nicht. Jedoch hoffen wir, dass Ihre Zeit als unsere Lehrerin auch für Sie eine positive Erfahrung war. Ich hätte sehr gerne über viele Lehrer eine Rede gehalten, die meine Schul- und Abi-Zeit sehr schön gemacht haben. Aber ein Lehrer, mit dem ich außerhalb des Unterrichts auch viel meiner Freizeit verbracht habe und meine Leidenschaft geteilt habe, verdient von mir ganz besonderen Dank. Lieber Herr Alberti, das Highlight meiner Schulzeit war, mit Ihnen Musik zu machen und mit unserer Real Band immer besser zu werden. Montags wird von den meisten als der längste und nervigste Tag der Woche gesehen. Aber dank Ihnen war das bei mir nicht der Fall. Nach den 8 Stunden Unterricht habe ich mich auf dem Weg zum Musikraum immer sehr auf die nächsten 1,5 Stunden gefreut. Sie haben mir viel Freiheit gegeben, um mich musikalisch auszudrücken und mich motiviert, immer besser zu werden. Die zahlreichen gemeinsamen Auftritte werde ich natürlich auch nie vergessen. Und ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie in mich gesteckt haben, meine Solos nicht zu verhauen. Ich denke, es hat sich gelohnt. Ihr Musikunterricht hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Mit vielen unterschiedlichen Spielen und sogar das gelegentliche Musizieren haben Sie uns alle auf ein sehr hohes Niveau gebracht. Die Stücke, die Sie mit unserer Klasse auf die Beine stellen konnten, wo 60% von uns kein Instrument spielt, ist wirklich erstaunlich und ein Testament für Ihr Können. Sie waren nicht nur unser Musiklehrer und Bandleiter von jeder Band der Schule, sondern auch Oberstufenkoordinator. Sie haben uns immer super über alle Abläufe informiert und einen lobenswerten Klausurplan erstellt, der uns das Lernen etwas erleichtert hat. Sie waren für mich persönlich nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein guter Freund, den ich immer gerne gesehen habe. Vielen Dank für alles, was Sie für mich getan haben. So when choosing a teacher for the teacher speeches, the first person I could think of and the person that I received was Mr. DeBetta. He is our sports coach, our sports teacher, and a personal friend of mine. I'll start with the sports aspect. So at the start of the year, Coach told us that sports was an outlet for us to forget about all the pressures going on in our lives and other things. And Coach did this very well by following the curriculum, and even though at times, for instance, when we had to run the pacer test, it got a little bit tedious. He made sure we were comfortable and afterwards that we could have free time or just play a sport together as a group. So he brought us together and made sure that we had fun every hour. On to the coaching. So
I know, because I've been playing on his team or for him for 4 years, that coach is a very calm person. Especially when there are ups and downs, he makes sure we are calm and collected and focused. Before games, he will always give us a speech and tell us what exactly to do. He'll look at film before the games to make sure that we're doing the right plays and the right defenses, setups, anything. Another great aspect of his coaching is that he incorporates everyone. He makes sure everybody plays, even though some people are at different skill levels, everybody gets time. Finally, onto the personal aspect, Coach is my friend. I've known him for 4 years now, I'm gonna say. It could be longer, I'm sorry, Coach, but 4 years, and I can tell you that he is a great person. He's helped me through tough times, not just personal, but also in school, and has always steered me in the right path. I could almost call him a mentor. Whenever I was down, the first person I'd talk to would be Coach, or Mr. DeBetta. Like I said, he gave me great advice, he'd comfort me, and I could just really relate to him because he was, I felt like he was a lot like me. So, to wrap up this speech, Mr. DeBetta, I'm gonna just speak to you for a second. You are a great person, a great mentor to me. I love the time that we had. You were a great sports teacher, a great coach, and I wouldn't have anybody in your place. So thank you. Querida señora Encinas. Liebe Frau Encinas. Nos gustaría agradecerle en nombre de la clase de español. Nos has enseñado mucho en los últimos 2 años y nos has acercado al idioma con gran alegría. Wir möchten uns im Namen der Spanischklasse ganz herzlich bei Ihnen bedanken. In den letzten 2 Jahren haben Sie uns sehr viel beigebracht und haben uns mit Freude die Sprache näher gebracht. Tus lecciones siempre fueron muy divertidas y variadas. Sin ti no hubiéramos llegado tan lejos en español. Ihr Unterricht hat immer sehr viel Spaß gemacht und war sehr abwechslungsreich. Ohne Sie wären wir alle in Spanisch nicht so weit gekommen. Nos facilitaste mucho aprender un idioma rápidamente. Les estamos muy agradecidos y estamos seguros de que también nos beneficiaremos mucho de español en el futuro. Sie haben uns es so leicht gemacht, eine neue Sprache sehr schnell zu lernen. Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar und sind uns auch alle sicher, dass wir in unserer Zukunft auch noch viel von Spanisch profitieren werden. Gracias por dedicarnos tanto tiempo y enseñarnos con tanta alegría. Quédate como estás. Gracias por 2 años muy bonitos. Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und es uns mit so viel Freude beigebracht haben. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Und vielen Dank für die sehr schönen Jahre. Für unseren Mathe, aber ja viel wichtiger Klassenlehrer. Lieber Herr Frühwein, im Namen der Klasse möchten wir beide uns von Herzen bei Ihnen für die letzten beiden Jahre bedanken. Wir wissen sehr zu schätzen, dass Sie sich auch während stressigen Phasen und Zeiten, in denen Sie mit anderen wichtigen schulischen Aufgaben beschäftigt waren, immer die Zeit genommen haben, unser Klassenlehrer zu sein und sich unsere Probleme und Sorgen anzuhören, von denen es bei uns ja zum Glück nicht so viele gab. Und das alles sogar während der wertvollen Matheunterrichtszeit. Vor allem während dieser besonderen letzten Wochen haben Sie uns immer unterstützt und versucht, uns unseren Abschluss so schön und so gut, wie es nun mal ging, zu ermöglichen. Aber Sie waren ja nicht nur unser Klassenlehrer die letzten beiden Jahre, sondern auch unser Mathelehrer. Was den Matheunterricht angeht, spreche ich, glaube ich, für die Mehrheit, wenn ich sage, dass Sie uns gezeigt haben, wie man auch in mehr oder weniger interessanten Wegen an mathematische Erkenntnisse kommen kann. Viel wichtiger ist aber, dass Sie auch dort für uns da waren und immer sicher gemacht haben, dass keiner auf der Strecke blieb. Und auch wenn Sie meistens schon im Klassenraum waren, bevor wir in der Landschreier überhaupt drankamen, schauen wir gerne auf die Zeit mit Ihnen als unseren Mathelehrer zurück. Wir konnten von Ihnen sehr viel lernen und auch wenn viele wohl immer noch daran zweifeln, ob Sie das eine oder andere wirklich im Leben nochmal brauchen, bin ich mir sicher, dass alle ganz im Inneren froh sind, es sicher als aber doch gelernt zu haben. Lieber Herr Frühwein, auch im Namen der Physikklasse wollen wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Ihre effektive Art des Lehrens hat uns allen sehr geholfen und Ihre kreative Gestaltung des Unterrichts und humorvolle Laune am Anfang der Stunden haben das Lernen und den Unterricht interessant und unterhaltsam gemacht. Sie haben immer darauf geachtet,
dass jeder im Unterricht mitkommt und als Helfer und Ansprechpartner gedient, auch in Mathe, und haben dazu beigetragen, dass aus uns allen gute Schüler wurden, die hin einer positiven Zukunft streben können. Sie dienten uns auch als Vorbild mit ihrem ruhigen und freundlichen Charakter und zeigten uns, was es heißen soll, verantwortungsvoll und erwachsen zu sein. Ich wünsche mir, dass noch viele zukünftige Abiturjahrgänge in den Genuss ihres Unterrichts kommen. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Jetzt ist mein Kaffee. Jetzt aber. In erster Linie möchte ich mich bei allen Lehrern und Mitarbeitern bedanken, die in den letzten Jahren gemeinsam mit uns Schülern auf diesen Moment hingearbeitet haben. Aber jetzt möchte ich mir die Zeit nehmen, um mich bei einer besonderen Lehrerin zu bedanken, welche uns mit Kreativität und Leidenschaft ihren Fachbereich Kunst näher gebracht hat. Für uns musikalisch untalentierten Künstler war der Kunstunterricht eine Oase und hatte selbst in anstrengenden Schulzeiten einen fast meditativen Charakter. Natürlich ist hier die Rede von Frau Güllekoglu. Eine Lehrerin, die bereit war, Zeit ihres eigenen Unterrichts zu opfern, wenn für ihre Lieblingsschüler, natürlich uns, eine wichtige Klausur bevorstand. Vielleicht verwendet genau diese extra Zeit mein Abitur. Man darf das als Schüler ja eigentlich gar nicht so sagen, aber bei ihnen hat sogar Klausurenschreiben Spaß gemacht. Denn wer sich vielleicht nicht mit dem Ablauf von Frau Güllekoglus Klausuren auskennt, dem möchte ich nur verdeutlichen, dass bei wirklich jeder Klausur Variation von Süßigkeiten als Nervennahrung für die gestressten Schülerschaft bereitstand. Ich frage mich ehrlich, was es zum mündlichen Abitur gegeben hätte. Vielleicht verraten Sie uns das ja. Eine Tatsache gilt mein bzw. unser besonderer Dank. In den letzten 3 Jahren hatten Sie im Gegensatz zu Van Gogh immer beide Ohren offen und waren bereit, sich unsere Probleme anzuhören und zu diskutieren. Ob es nur um Kunst ging, spielt dabei eigentlich eine Nebenrolle. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne und erfüllte Zeit und bin mir sicher, dass sich auch andere Klassen so entwickeln werden wie wir, wenn sie sich genauso streng an die Regeln halten. Liebe Frau Güllekoglu, in den letzten 3 Jahren haben Sie versucht, uns die Kunst näher zu bringen. Ob Picasso, Goya oder Rembrandt, ob Installationen, Gemälde oder Collagen, alles war sehr interessant und Sie haben es mit Witz vermittelt. Sie haben bewiesen, dass Kunstgeschichte nicht langweilig ist und auch der Besuch im Storm King Art Center wird für immer in unserer Erinnerung bleiben. Wir waren immer sehr gerne in Ihrem Unterricht und haben unser Bestes gegeben. Ihr Unterricht war immer sehr innovativ und wir konnten unserer Kreativität freien Lauf lassen. Sie haben jederzeit für jeden Schüler ein offenes Ohr und für Ihre Mühe und Geduld danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Dankeschön. I've had the pleasure of having Mrs. Hegarty as my English teacher for the past 6 years. During those 6 years, she has not only taught me, but she has guided me and many of my peers throughout our time at the German International School. Mrs. Hegarty's class was always one that I looked forward to, and she helped me discover that I actually sort of like writing and want to pursue something with writing in the future. As a member of the Human Rights Club for 3 years, and especially as president this past year, I have worked very closely alongside Mrs. Hegarty to plan fundraisers and other events, and her dedication and desire to help those less fortunate is very inspiring to me. I want to thank Mrs. Hegarty for all that she's done for me personally and all that she has done for the school and especially for the Human Rights Club and helping those less fortunate. Liebe Sigrid, lieber Lothar. In den letzten Jahren haben wir so viele tolle Erinnerungen und Erfahrungen mit Ihnen gesammelt. Vom Deutschunterricht in der 10. Klasse über Volleyball bis hin zur Ecuador-Reise haben Sie uns begleitet und in Ihre Herzen geschlossen. An den Deutschunterricht mit Ihnen können uns alle noch zu gut erinnern. Besonders gerne schauen Nick und Julian immer noch auf die Besprechungen und Diskussionen über Homo Faber und die Physiker zurück. Zudem erinnere ich mich an einen Tag in der 8. Klasse, wo Anton die Tür mit dem Fußball zerschmetterte und Sie, Lothar, ihm geholfen haben und eine faire Lösung gefunden haben. Und ich glaube, Anton schätzt das sehr. Gerne erinnern wir uns noch an die Volleyballspiele jeden Dienstagabend. Es gab
gab immer eine gute Stimmung. Es hat wirklich auch immer viel Spaß gemacht. Aber die mit Abstand schönste Erinnerung haben wir mit Ihnen in Ecuador gemacht. Jeder Tag dort war einzigartig und wunderschön und eine Erinnerung, die den Rest unseres Lebens mit uns bleiben wird. Gemeinsam Meerschweinchen essen, sich die Haare und das Gesicht rot färben und sich engagieren. Die Zeit war auf jeden Fall wunderbar. Es ist schade, dass Sie heute nicht bei uns sein können. Aber trotzdem danken wir Ihnen von ganzem Herzen für ganz tolle Erinnerungen. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Die Welt braucht mehr Lehrer wie Sie. Von den Sternen kommen wir, zu den Sternen gehen wir. Das Leben ist eine Reise in die Fremde. Zusammen haben wir gejammert, Herr Krah und ich, als wir erfahren hatten, dass unser gemeinsamer Lieblingsautor Walter Mörs es wohl nicht zur Buchwoche schaffen würde. Doch so schön Zitate wie diese auch waren, als ich mich mit Herr Krah über sie gefreut habe, so muss ich auch klarstellen, dass dieses hier nicht ganz die Wahrheit spricht. Denn in Herr Krahs Unterricht war die Reise meiner zwei letzten Schuljahre alles andere als fremd. Und auch wenn die Disney voll ist mit genialen, leidenschaftlichen Lehrern, so habe ich mich doch noch nie so wohl gefühlt wie in den Ethik- und Deutschstunden von Herr Krah. Mit ihrem immer offenen Ohr, einem unkonventionellen Humor und einem für die Schüler aufbereiteten Unterricht haben sie die Stunden in unserem Klassenzimmer zu literarischen und philosophischen Spielplätzen mit lebensbereicherndem Wert gemacht. Herr Krah, bleiben Sie die coole Socke, die Sie sind. Ganz im Sinne der Worte von Walter Mörs wünsche ich Ihnen als auch uns allen, dass jeder von uns seinen eigenen Stern auf der Reise durch das fremde Leben finden will. Im Ethikunterricht hatten wir das Vergnügen, Frau Gummerdecki kennenzulernen. Und auch wenn sich nicht die Chance bat, mehr Zeit mit ihr zu verbringen, so wollen wir ihr herzlich danken für ihren immer leidenschaftlichen Einsatz für uns im Ethikunterricht. Wir wünschen uns den Genuss ihres Unterrichts für alle zukünftigen Klassen. Dankeschön. This one goes out to our wonderful nurse Mary. I've been at this school for 5 years and I've had to come to your office a little more than I probably should have. But you were always able to get me back on my feet in no time. Thank you for always being there for us and keeping us healthy for all these years. We really appreciate it. Oh, and also, I'll make sure to return the ice packs I took over the years. Thank you. Dear Mrs. Moncho, we would also like to say thank you to you. Through our 10th and 11th grade, we've read a wide variety of texts with you, but what stuck with me most from our journey through American literary history are the very interesting project on the role of women in the 19th century, and texts like The Yellow Wallpaper by Charles Perkins Gilman, which made a lasting impression on me, as they provided a very interesting and new perspective on American history for me. You also prepared us very well for the AP exam, and you always created a comfortable and stress-free environment in class, which we could always look forward to. Thank you so much. Als wir gefragt wurden, ob wir für Schmöckel die Rede halten sollten, sagten Amos und ich, na klar. Aber ganz im Ernst, es ist uns wirklich eine Ehre, diese Rede halten zu dürfen. Schon seit Beginn der 10. Klasse begleitet uns Herr Schmöckel an der Disney. Von unserer Klassenfahrt nach Boston über den Science Fair bis hin zum erfolgreich abgeschlossenen Chemieabitur war er immer für uns da. Als Lehrer haben sie sich immer für die Schule eingesetzt, selbst wenn an anderen Stellen auch oft die Unterstützung gefehlt hatte. Unter anderem sind unsere Erinnerungen auch davon geprägt, dass sie mit Frau Schmöckel unter Wunderbar Together und vielen anderen Schulen einen internationalen Science Fair organisiert haben. Auch im Unterricht waren sie immer eine weitreichende Hilfe. Obwohl ich zuvor nicht allzu gut in Chemie war und das manches vom Herzen, haben sie mich echt motiviert zu lernen und mich motiviert, meine Leistungen zu steigern. Und bei ihnen hat der Unterricht auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie auch als Person sich immer um uns gesorgt haben. Trotz engem Zeitplan haben sie sich die Zeit genommen, bei unseren Basketballspielen zuzusehen. Schade ist es nur, dass wir diese höchstwahrscheinlich verloren haben.
Zudem haben sie durch ihre Späßchen, manchmal mit, aber auch manchmal über die Schüler, stets für eine heitere Atmosphäre gesorgt. Und zuletzt muss man sagen, dass trotz den allen im Wege liegenden Umständen sie als Person immer optimistisch waren, aber auch immer noch optimistisch sind. Und ich glaube, dass wir dies als Klasse sehr wertgeschätzt haben. Weiterhin konnten wir immer auf ihre Unterstützung zählen. Aus Abitur haben sie uns notgedrungen auch durch Überstunden an ihren freien Tagen durchgebracht. Dass teilweise rund 50% des Unterrichts ausgefallen ist, haben sie erfolgreich überwältigen können. Auch während der Corona-Krise haben sie die Stimmung unserer Klasse durch nette Nachrichten und auch ganz am Ende durch Bilder von unserer Bostonfahrt stets aufrechthalten können. Wir finden es schade, dass die nächste Klasse nicht das gleiche Glück haben werden wie wir. Aber wir bedanken uns dafür, dass sie uns die ganzen Jahre lang begleitet haben. Liebe Frau Schmöckel, wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen bedanken. Sie waren für uns eine ganz besondere Lehrerin. Als Sie neu an die Disney kamen, hatten Sie es nicht leicht mit uns. Jetzt erinnern wir uns daran kaum noch, aber damals stand da praktisch noch die Schuhe unseres vorherigen Biologielehrers, den wir zu dem Zeitpunkt noch sehr vermissten. Doch Sie haben uns von Anfang an gezeigt, dass Sie eine ganz besondere Lehrerin sind und wir haben Sie so sehr schnell in unser Herz geschlossen. Mit Ihnen begann eine neue Ära im Fach Biologie, die uns allen gut gefiel. Denn auf einmal war da jemand, der deutlich zeigte, dass er junge Erwachsene zu nehmen weiß, aber der auch gleichzeitig jemand war, der ein großes Interesse daran hatte, dass es außer dem Lernen auch noch zusätzliche Dinge in unserem Leben geben sollte. Sie haben damals etwas Brandneues an unserer Schule eingeführt, nämlich den Unterricht mit Herz. Sehen durften wir dies das erste Mal bei der Weihnachtschemie-Show. Sie und Ihr Mann haben da etwas an der Schule vorgestellt, das wir noch nicht kannten, nämlich das Wissen über die Chemie an unsere Mitschüler weiterzugeben, in Form von einer märchenvollen Zauberei. Ich war damals in dieser Show und war fasziniert. Aber das war noch lange nicht alles. Sie haben auch unsere Klassenfahrt nach Boston, die seit Jahren immer auf die gleiche Weise stattfand, einen ganz neuen Touch gegeben. So hat unsere Bostonfahrt sich von den Fahrten davor sehr unterschieden. Aber auch da merkte man, dass Sie und Ihr Mann nicht einfach die Begleiter waren, die ein bestimmtes Programm abspulten. Wir wissen, dass Sie zusammen lange vor der Reise in Boston waren, um all die Sehenswürdigkeiten selbst einmal zu besuchen und um zu schauen, was denn unserer Altersklasse eigentlich gefallen könnte. So spielte zum todernsten Lernen, das wir natürlich auch bei Ihnen kennengelernt haben, der Spaß an dem, was man tut, auch immer eine große Rolle. Bis zu dem Moment, als Sie auf einmal nicht mehr da waren. Für uns war das sehr, sehr traurig und wir haben viel an Sie gedacht und Angst um Sie gehabt. Umso mehr freuen wir uns heute, dass es Ihnen wieder besser geht und dass Sie in Ihrem Mann eine gute Vertretung hatten, die ganz in ihrem Sinne mit uns gearbeitet hat und uns sicher ins Abitur geführt hat. Gerne hätten wir mit Ihnen unser Abitur richtig gefeiert und vielleicht sogar zusammen das Tanzbein geschwungen. Aber das geht nicht. So bleibt uns an dieser Stelle nur die eine Möglichkeit, über dieses Zoom-Meeting Danke zu sagen und Sie in Gedanken festzudrücken. Wir haben Sie vermisst und wir werden Sie immer in guter Erinnerung behalten. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles erdenkliche Gute, aber vor allem wünschen wir Ihnen Gesundheit. Und denken Sie immer daran, man sieht sich im Leben immer zweimal. Ich freue mich schon darauf, dass ich Sie noch einmal sehe und vielleicht wird das sogar in New York sein. Sehr geehrte Frau Skotnitzki, im Namen der gesamten 12. Stufe würde ich mich gerne bei Ihnen für Ihre Arbeit im letzten Schuljahr bedanken. Ihr Unterricht war stets geprägt von einer freundlichen, aber auch motivierenden Stimmung. Und Sie haben es sogar geschafft, einzelne Schülerinnen und Schüler mit Ihrem Fach zu faszinieren, die zuvor kein Interesse zeigten. Besonders positiv ist mir aufgefallen, dass wir im Unterricht oft brandaktuelle Themen besprochen haben, wie zum Beispiel das Corona-Konjunkturprogramm Amerikas und Deutschlands
sowie die geplante Energiewende in der Automobilindustrie. Was meiner Meinung nach einen guten Lehrer ausmacht, ist, dass er sich in die Lehrer hineinversetzen kann. Und genau das ist ihm gelungen. Ich bin mir sicher, dass noch viele weitere Schülerinnen und Schüler an der GISNI davon profitieren können. Von uns nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Liebe Frau Wege, dear Mr. Anderson, auch bei Ihnen würden wir uns gerne bedanken. Als gemeinsames Team haben Sie erfolgreich den Anfang unseres Oberstufen-Economics-Unterrichts gestaltet. We would also like to extend our thanks to the two of you. As a team, you held the first part of our upper-class economics lessons and made them both fun and enjoyable for all of us. Bei Ihnen, Frau Wege, erinnern wir uns, wie Sie trotz großer Kurzfristigkeit der damaligen Planung eingetreten sind und dafür gesorgt haben, dass wir Economics-Unterricht haben. Shortly after Frau Wege, you, Mr. Anderson, came in to aid with our classes. We are very thankful for this start into our collective journey into learning about economics. Als Team haben Sie während unserer Schulzeit diese bereichern und reizend gestalten können. Wir bedanken uns bei Ihnen hierfür recht herzlich. As a team, the two of you made our time in school a lot more enjoyable and fun. We'd like to extend our warmest thanks to the both of you for having made this possible.